Servus liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Wir sind auf Rannoch. Das zweite Mal jetzt schon. Beim ersten Mal haben wir aber noch nicht so wirklich viel von der Landschaft gesehen. Das holen wir jetzt nach. Wir machen nicht nur eine schöne Touri-Tour, sondern wir... Zivilisten in Not. Kommt Ihnen das bekannt vor? Eden Prime. So viel zum Bericht der Allianz, dass die Geth vernichtet wurden. Aber echt. Wir haben versucht, die wahre Geschichte zu erzählen. Aber niemand auf der Citadel wollte Quarianern zuhören. Ja, zuhören hätte sie dazu gezwungen, sich von ihren Hintern zu erheben. Oh, da ist ein Schütze. Ja, das ist alles ein bisschen scheiße gelaufen. Was ist ein Pyro? What the fuck? Okay, nice, das lief ganz gut. Tali, Vorsicht. Sie sind so weit gekommen. Wir müssen Saal Corris anfunken, wenn wir ihn finden wollen. Gehen wir zu dem Störturm. Ja, das wollte ich gerade noch sagen. Wir sind gerade auf Mission, den Admiral Corris zu retten. Shepard! Ich bin okay. Achten Sie auf weitere Minen. Super. Javelin. Wie ist denn die Javelin so? Oh, Feuergeschwindigkeit scheiße, Kapazität scheiße, Schaden und Präzision, alter Verwalter. Gewicht. Die hat halt nur einen Schuss oder zwei. Naja, probieren wir sie mal aus. Okay, der Sound ist schon mal creepy. Geth-Patrouille, direkt unter uns. Na, dann wollen wir doch mal ein bisschen Spaß haben hier. Au. Geht ihr mal vor, Mädels. Da muss man gedrückt halten, um die aufzuladen. Boah. Okay, das Ding fetzt. Da werden Geth abgeworfen. Bestätige. Okay, aber für die habe ich mal extrem wenig Muni. War vielleicht eine Fehlentscheidung, das Ding zu nehmen. Ich hoffe mal, dass ich bald die Black Widow mir leisten kann. Wie sieht es denn kohletechnisch aus? Ne? Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Flugabwehrgeschütze direkt voraus. Und tschüss. Ladies, Commander Ralph Shepard hat die Situation unter Kontrolle. Oh yeah. Das Geschütz hat eine Steuerkonsole. Die sollten wir uns mal ansehen. Oh ja, Geth-Technologie gibt Kohle. Immer nur her damit. Oh ja, ja. Ich hab da nicht hingeschaut, Ash, ja, also... Das sah nur so aus, als hätte ich da hingeschaut. Ich meine, hey, du hast auf mich gezielt, ja, also... Wollen wir mal sachlich bleiben. Einer von uns muss die Flakgeschütze ausschalten. Na, das macht dann wohl Tali.
Tali, das ist Ihr Job. Aber hallo. Kein Problem. Kein Problem. Ich weiß schon, warum ich mit der immer in den vorherigen Teilen eine Beziehung hatte. Die ist voll süß. Ich mag die voll. Scheiße. Mann, ey. Der Fuck-Kommandant muss weg. Okay, der wäre jetzt erledigt. Nice one. Ach, das hätte ich früher finden können, ey. Oh Manometer. Ich schwitze schon wieder hier Blut und Wasser. Ach, leck mich doch. Ernsthaft, niemals sehe ich diese Fuck-Minen, hä? Gut, dann halt nicht. Dann machen wir nehmen halt den langen Weg. Shredder-Mods. Einzelteile. Her damit. Alles, was Kreditos bringt. Oh, hi. Sie haben meine Nachricht empfangen, aber Notsignal gesendet. Es gibt keinen Funk. Sind Sie Soldat? Wartungspersonal. Dawn Hatzt. Ich säubere Maschinenteile. Hier wimmelt es von Geth. Sie hätten sich verstecken sollen. Ich dachte, ich könnte kämpfen und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Bewegen Sie sich nicht. Wir haben Medigel. Ich habe zu viel Blut verloren. Suchen Sie den Admiral. Wenn Sie den Störturm zerstören, können Sie ihn anfunken. Wir finden ihn, Dawn. Versprochen. Bitte, hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Corris uns lebend hier rausbringt. Und sagen Sie meinem Sohn... Sagen Sie, Jona, dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Das werden wir. Ruhen Sie sanft, Dawn Hatzt, was Runner.
Auf zu diesem Turm. Oh Mann, hey. Am Ende fragt man sich dann, ob das wirklich dann diese ganzen Opfer wert war oder ob man nicht doch lieber sich einfach zurückgelehnt hätte und alles hätte untergehen lassen sollen, hey. Aber scheinbar ist Shepard kein Opfer zu groß. Schön, dass du dich selber erledigt hast, Junge. Hat's mir erspart, dich auszuknipsen. Schnauze jetzt hier. Crunch. Jeha! Ja, ta. Das ist wieder dein Job, Tali. Wer von uns soll das Geschütz ausschalten? Naja, wer wohl? Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Shepard, Sie müssten das Gästegeschütz eigentlich bedienen können. Ja, danke für den Hinweis. Noch mehr Gäste! Wow. Huh. Mein Gott, hier geht's ja ab, ey. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier wieder gepflegt in Deckung. Au. So scheiße. Huh. Wie gut, dass das nicht knapp war. Oder sowas in der Richtung. So, muss ich jetzt erstmal wieder Anweisungen geben, oder was? Wer soll das Geschütz deaktivieren, Shepard? Ja, wer wohl, Tali? Du! Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Exakt nochmal die gleiche Clipsequenz. Oh. Bisschen Beeilung wäre nicht schlecht, Tali. Es, Und tschüss. Erledigt. Das Geschütz ist offline. Nice one. Ich gebe dem Shuttle Bescheid. Ich wusste gar nicht, dass das Shuttle auch bewaffnet ist. Dawn, hier ist Sal Corus. Sind Sie da? Dawn! Hier ist Commander Shepard. Dawn hat es nicht geschafft, Admiral. Er hat es nicht. Ich verstehe. Ich komme mit einem Shuttle rein. Wo sind Sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Bleiben Sie zusammen, wir treffen uns noch. Nein, die ganze
Geben Sie uns Ihre Koordinaten. Lassen Sie. Meine Crew wird in Kürze überrannt. Und Sie auch. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Admiral, Sie müssen die Zivilflotte führen, wenn wir diesen Kampf beenden wollen. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spezies hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Es ist nur dann zu spät, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe. Vorfahren, vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Eine schwere Entscheidung, aber ohne Admiral Corus wäre es schwer geworden. Oh yeah. Die Geth nähern sich dem Admiral. Hab ich gesehen! Sie können gehen. Los! Geth hinter Ihnen! Gehen Sie in Deckung! Admiral, kommen Sie! Wusste gar nicht, dass wir so ein Geschütz haben. Shepard, meine Crew. Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Saal Corus. Hört mich jemand? Hallo? Wir müssen gehen. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt Ihnen ein Trost war. Ja, mir ist es auch nicht leicht gefallen, aber wie gesagt, wir brauchen ihn jetzt. Und man muss in diesem Spiel viele schwere Entscheidungen treffen. Die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Und, werden die zivilen Captains bleiben? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich ihnen irgendwie helfen kann? Nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte ihr Volk sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Ha, 12.500. Da kommt wieder Cash in the Tisch. Zen, wir brauchen diese Schiffe, um Rettungskapseln zu bergen. Sinnvoller Meersbergungsdienst auf dem Schlachtschiff zu leisten. Wir lassen niemanden in Rettungskapseln sterben, nur damit Sie sich durch Geth-Schutt wühlen können. Sie haben selbst gesagt, die Lebenszeichen seien schwach. Sie könnten längst tot sein. Das ist aber nicht Ihre Entscheidung. Zen, Sie können später noch ein Bergungsteam schicken. Außer es gibt kein später, weil wir wegen fehlender Geth-Technologie besiegt werden. Also gut, ich stelle Schiffe für die Bergung von Rettungskapseln ab. Sobald sie fertig sind, will ich sie zurück. Danke, Shepard. Dass die ohne mich da nicht hier schalten können, hey, das ist schon echt krass. Die Daten über die Geth, die sie uns geschickt haben, waren beunruhigend. Sie passen nicht zu den Geschichten, die wir erzählen. Haben Sie Zweifel bezüglich der Geth? Admirals können sich den Luxus, Zweifel zu haben, nicht leisten. Was brauchen Sie? Eigentlich nix. Sie können zurück an die Arbeit. Danke, Commander. Ja, bitte. ja, wie geil. Ihr seid eigentlich hier alle. Ah, da ist Legion. Ja, mit dem quatschen wir mal. Aber leider erst beim nächsten Mal wieder, weil wir sind schon wieder am Ende mit diesem Part. Und ich hoffe, da seid ihr wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Mass Effect 3. Bis dann. Ciao, Leute. Macht's gut.